Isaac. So, hallo, wir machen weiter bei Binding of Isaac Repentance. Und letztes Mal haben wir endlich diese verfluchte Bloody Mary Challenge geschafft. Ich bin super happy deswegen gewesen. Bin gespannt, was hier noch so an Challenges kommt und vor allem, wann sie kommen. Man muss ja immer irgendwas machen, um die freizuschalten und man weiß ja gar nicht, was. Ich weiß im Übrigen auch gar nicht, ob wir uns damals viel mit diesen Challenges beschäftigt haben. Aber bevor wir jetzt weiter hier Challenges uns angucken, die uns noch fehlen. Oh, mir fehlen ja auch noch hier oben, fehlen ja auch noch Challenges. Nee, da fehlen gar keine. Mal gucken, mal hier zum Beispiel die Brains Challenge. Das ist die mit dem... Oh nein, ja, schön. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Da haben wir auf jeden Fall auch eine Weile gesessen. Vielleicht werden wir die bei Gelegenheit mal angehen. Jetzt gehe ich erstmal auf den Schwierigkeitsgrad normal. Und wir schauen mal, dass wir etwas Neues mitbekommen. Dafür würde ich tatsächlich gerne entweder Kane nutzen. Oder... Wer war der mit den Pillen? Doch. Osten war es nicht. Gab es nicht einen, der gute Pillen am Anfang... nee, ist gar nicht. Ach stimmt, Jakob haben wir auch noch nicht freigeschaltet. Wahrscheinlich kommt aber Jakob, wenn wir aktuelle Sachen machen. Ich nutze mal Kane und wir gucken mal... Wir gucken mal, wie wir zurechtkommen. So machen wir das. Okay. Ach, Kane hat nur 2 Herzen. Ah, dafür guten Damage. Ich glaube, irgendwie so war das. Und das ist jetzt schon... Okay. Kann nur eine Karte mitnehmen. Nehmen wir die mit. So, normalerweise würde ich resetten, bis wir wieder in einem Dings sind, ne? In einem Labyrinth, aber... Wir können ja mal den ersten Shop schauen, ob wir die Kreditkarte gleich einsetzen wollen. Sollte die Kreditkarte das tun, was ich gerade denke. Okay. Die Ebene, in der man kaum Schlüssel braucht, hat einen goldenen Schlüssel für uns. Was soll man dazu sagen? Ne? Ich muss gleich mal was testen. Ob das jetzt... Nee, ich glaube, das ist auch nicht das Fass, was man verschieben kann. Ich glaube, das Fass, was man verschieben kann, das ist das mit den deutlicher erkennbaren Ringen außenrum. Ich glaube, das ist das Fass, was man verschieben kann. Ja. Na gut, so. Ach ja, komm. Da gönne ich mir doch einmal den Boomerang. Und extra Platz für Pillen gönnen wir uns auch. Hematemesis. Okay. Und ihr habt völlig recht, als ihr geschrieben habt, dass Hematemesis eigentlich für die Dings, für die Bloody Mary Challenge eine ziemlich coole Sache gewesen wäre. Ich habe nicht nachgedacht. Ich habe absolut nicht nachgedacht. Tut mir sehr leid, dass ich nicht nach... Kann ich eigentlich mit dem Boomerang... Nee, der geht da kaputt, ne? Der geht nicht durch die Steine durch, oder? Stabil. Wusste ich... Also ich wusste es wahrscheinlich schon, ich habe es nur wieder verdrängt. Cool. Die explodieren. Können wir die bei den Dingern... gut, die explodieren so oder so bei den Töpfen. Aber so, dass möglichst viele Töpfe dabei draufgehen. Und wir vielleicht Münzen rausbekommen. Komm, geh kaputt. Nicht hier. Komm hier rüber. Ja, so ist gut. Ja, perfekt. So ist gut. So. Jetzt ist die große goldene Frage. Warum es gerade geleckt hat, das war zwar nicht die Frage. Ah ja, doch. Geheimraum sollte ziemlich deutlich sein. Ja. Yo!
Yo, ich bin gerade richtig happy, dass wir weitergespielt haben, ne? Weil man muss immer bedenken, wir spielen auf normal, da ist alles ein bisschen einfacher. Aber man darf sich ja trotzdem über solche Items freuen. Okay, nehmen wir gleich mit. Ich kann es ja jetzt. Ich wollte gerade sagen, ich nehme es erst mit, wenn ich den Boss habe, aber wir haben jetzt ja wieder blaue und schwarze Herzen. Da muss ich dran denken. Da muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen. Ich habe wieder blaue und schwarze Herzen. Ich spiele nicht mit Bethany. Das muss man erstmal begreifen. So. Und wir müssen jetzt natürlich gucken, für den ersten Weg, also um nach Fluten-Dings zu kommen. Hier dieses. Ich hab vergessen, wie es heißt, ist ja wurscht. Jo, alles klar. Tob dich aus, ist in Ordnung. Gar kein Problem. No! No! Das war ärgerlich. Genau. Um dahin zu kommen, brauchen wir. Oh, nice, Damage up. Brauchen wir Schlüssel. Haben wir jetzt ja sogar. Das heißt, wir kommen hier jetzt sogar einfach so rein. Optimalo. Ich möchte natürlich jetzt alle neun Ebenen durchlaufen, weil ich weiß ja nicht, ich bin ja nach wie vor der Vermutung, dass wenn man alle neun Ebenen durchläuft, dass man dann an neue Abschnitte kommt. Downpour heißt der Abschnitt, richtig. Downpour. Wir haben direkt den Itemraum. Das ist schon mal cool. Wir machen erstmal den Challenge-Raum. Damage ist jetzt schon richtig nice. Und ich denke an eine Sache. Mir wurde auch geschrieben, also hat es geschrieben, ich soll unbedingt, wenn ich die Möglichkeit habe, soll ich unbedingt in ein weißes Feuer reinlaufen. Das klingt sehr nach etwas, was ich normalerweise nicht tun würde. Oh. Da ich das nicht kenne, das sieht aber wie Metroid aus. Nehme ich das mal mit. Rocket Propulsion plus 5 Bombs. Also irgendwas machen jetzt unsere Bomben, würde ich mal vermuten. Ich weiß nicht was. Das hat dann mit einem Metroid doch recht wenig zu tun. Aber es sah wie Metroid aus. Vom Aussehen her. Vom Aussehen her sah es wie Metroid aus. Ja, Mensch. Vorne, du bist ja wieder richtig am Speaken heute. So. Ja, guck mal in den Shop. Die Leiter wäre natürlich eine Geschichte. Die Leiter wäre eine Geschichte, ne? Also kann man dann auch mal erzählen. Okay. Den Kackhaufen, den Regenbogen-Kackhaufen darf ich jetzt nicht kaputt machen. Nur sollte ich hier massiv Schaden nehmen irgendwo, dann kann ich den nutzen. Oh, ich mag das, dass diese kleinen Dinger jetzt so schnell kaputt gehen, weil das sind ja meine Problemgegner. Das läuft dann so natürlich gerade echt gut. Halt, ich sehe was. Kann ich so springen? Aber ey, gut, hier wird jetzt kaum ein Geheimgang sein. Das wäre komisch. Sehr schön. Was ist das denn für eine winzige. Ah, hi, du bist hier. Du bist hier, ich bin hier, Schnabeltier. So, hör auf damit. So. Dann haben wir jetzt zwei Möglichkeiten für geheim. Ah, jetzt können wir gucken, ob die Bomben irgendwas Spezielles machen. Nee. Ich habe halt 5 Bomben bekommen, aber ich weiß jetzt nicht, was dieser Repulse-Toy-Dings-Effekt ist. Wir werden sehen. Vielleicht sehen wir es. Vielleicht sehen wir es noch nicht. Oh, Himmel, hilf. Oh, Himmel, wie viele Pillen sind das denn? Das kann jetzt ja nur schief gehen. Das kann jetzt ja nur schief gehen. Oh Gott. Aber ich setze sie alle ein. Ihr kennt mich. I can see forever, okay. Range up. Immer Timesis. Something's wrong. Ach nee, kann Kane kann doch nur gute Pillen bekommen, oder? Bin ich jetzt doof? Nee, er hat kein Dings. Wir werden sehen. Wir werden sehen, ob irgendwann eine schlechte Pille mal kommt. Ich glaube nicht.
Shots speed up. Ja, nur gute Pillen hier. Ich glaube, Pain kann gar keine schlechten Pillen bekommen. Pain? Ja, okay. Die sollte man halt nur einsetzen, wenn man weiß, dass es sie ist. Aber jetzt weiß ich, dass es sie ist, wenn ich sie wieder habe. So, wir haben Dings eingesetzt. Also irgendwo muss jetzt noch ein Geheimraum aufgetaucht sein. Ah, hier oben. Hätte man jetzt für gewöhnlich natürlich eher nicht so genutzt. Aber gut. Ja, dann war es das auch schon. Wir bekommen leider nicht... Kohle für die... Moment, kann ich mir die Leiter eigentlich so holen? Gib mir die. Kann ich nicht, schade. Okay. Ja, mehr kann ich nicht tun. Das war alles. Ich könnte hier noch sprengen und hoffen, dass Geld rauskommt. Vielleicht passiert ja was. 12. Ich spiele mal den Boss. Beim Boss könnte ich ja auch noch Münzen bekommen. Das ist natürlich wahr. Ah, Mist. Okay, ich habe ihn doch noch erwischt. Er hat sich danach erst paralysieren lassen. Nice. Ach, hier, ich kann hier gar nicht. Das ist. Ich dachte, das ist einfach nur dunkel, aber da kann ich nicht laufen. Bruder! Aber anders wild, mein Freund. Alter! Ja, die neuen Bosse sind schon nicht ohne. Habe ich ihn erwischt? Nein. Ach, komm jetzt. Sind alle blauen Herzen weg mit einem Schlag. Das gibt's doch nicht. So, Regeneration ist schon mal super. Regeneration ist schon mal richtig super. Jetzt ist natürlich die Question. Gehe ich in den... Ich habe bisher nämlich gedacht... Ich bekomme einen Angel-Deal, wenn ich in den Satan-Deal gehe und nichts mache. Nein, ich bekomme nur die Chance auf einen Angel-Deal. Also die erhöht sich, wenn ich gar nicht erst in den Satan-Deal reinlaufe. Dann möchte ich jetzt auch nicht in den Satan-Deal reinlaufen und hoffe auf Engel. Hoffe auf Engel. Haben wir noch blaue Herzen hier rumfliegen? Höchstens im Shop zum Kaufen, aber nee, ist okay. Wir gehen auf den Engel-Deal. Wir versuchen mal, den Engel-Deal zu bekommen. Ich bin gespannt. Geh jetzt nicht in den Satan-Deal rein. Okay, jetzt haben wir 33% Engelchance. Problem ist, wenn ich getroffen werde, geht die, glaube ich, sofort runter. Ich habe diesen Spiegel schon mal, ne? Wir hatten schon mal so einen Spiegelraum, aber ich wusste nicht, was ich da machen kann und habe den dann einfach gesprengt. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt wieder einfach sprengen soll. Oder ob man mit dem Spiegel irgendwas machen kann. Ich traue mich mal und sprenge ihn und gucke, was passiert. I don't know. Oh, wait, ich habe eine Karte. Ich habe auch The World, okay. Ich hoffe, es ist richtig. Es fühlt sich nicht richtig an. Ich weiß nicht, was ich mit Spiegeln machen kann. Naja. Ich versuche jetzt mal nicht getroffen zu werden, aber das hat sich wahrscheinlich gleich erledigt mit den Gegnern hier. Bei denen werde ich immer getroffen, fast immer eigentlich. Weil ich irgendwie denen einfach nicht ausweichen kann. Ich inkompetent bin. Okay, cool. So, großer Raum. Ah, da kommt schon wieder irgendwas Komisches. Asse, so, Boden, Viech, Dingse. Geh weg. Okay. Ah, der droppt so kleine Drecksdinger. Da ist schon mal der Shop. Den können wir gleich besuchen. Alter, die sind ja noch hässlicher als die Spinnen. Furchtbar. So.
so Wasserspinnen wahrscheinlich, irgendwie sowas. Okay, was haben wir hier? Ach, ist gar nicht der Shop, der Itemraum. Okay, ich habe die Chance zwischen, ich glaube, es ist die Revenge vielleicht, nehmen die mal mit. Ne, es war nicht die Revenge. Die Revenge vielleicht ist, glaube ich, gelb. Ist ja wurscht. Ah doch, die geht jetzt um mich rum und ich glaube, wenn ich getroffen... Wobei, ich wurde ja getroffen. Ach, keine Ahnung. Ist egal. So, wir nehmen erstmal das halbe Herz. Wir wissen dann, dass hier noch mehr Herzen rumliegen. Jetzt hat sie allerdings halt meine Satan-Chance, Quatsch, meine Angel-Chance reduziert. Aber was soll's. Ah, die sind wieder unsichtbar, die Mistviecher. Gott, ich... Downpour ist so ein... Wahr. Okay. Da hat sich regeneriert von selbst. Da ist schon mal der Boss. Nein. Vor allem, ich setze den Bumerang viel zu wenig ein. Gibt's ja zu. Okay. Jetzt gehen wir erstmal zum Boss. Und dann machen wir hier weiter. Oh Gott, dieses Ding. Dem habe ich auch schon meine Freuden gehabt. Schön viel Bumerang, schön viel Bumerang. Nicht, sind... Hallo, Bumerang. Aua. Ja, jetzt hat sich das mit dem Angel Deal auch dann erledigt. Ziemlich gut. Ach ja, der wird ja zu dem Ding. Bumerang. Mensch. Alter. You unlock Duos. Okay, wir haben was freigeschaltet. Ist mir... Weiß nicht warum, ist mir auch egal. Damage up, nice. So, nicht hier reingehen, sondern dann hier sprengen, dass wir in den Minen landen beim nächsten Mal. Jetzt gehen wir natürlich erst noch in den Stachelraum. Wieso habe ich jetzt Dross freigeschaltet? Habe ich dieses Viech noch nie besiegt? Ich weiß. Bin ich damals echt an dem gestorben? Habe ich den nie besiegt? Kann es sein, dass ich deswegen jetzt was freigeschaltet habe? Ach, toll. So mag ich meinen Stachelraum. Mit einer Stacheltruhe. Frech. So, wir gehen ganz kurz noch den Rest ab. Für den Dings bin ich eh schon wieder zu langsam für irgendwas. Ach, ich wollte gerade sagen für hier Speedrun. Aber, Speedrun. Für den Bosswash. Aber ich glaube den... kommt man überhaupt zu Marm? Weil die dritte Ebene ist jetzt ja dieses Spiel, dieses Kolosseum-Dingens. Gedingse. Es klingt für mich irgendwie nicht wie die Marm-Ebene. Keine Ahnung. Oh, nice. Ach nee, den muss ich kaputt machen. Okay. Da komme ich rein, wenn ich, glaube ich, volle Energie habe. Nee. Ah, da komme ich rein, wenn ich nicht volle Energie habe. Okay. Wenn ich nur ein Herz habe, das war der Raum. Shop gefunden. Weißes Feuer. Weißes Feuer. Okay. Okay, weißes Feuer. Wir gehen erst in den Shop, dann gehen wir in das weiße Feuer. Bin gespannt. Was ist das? Card Reading, a link to your future. Sehe ich, was Karten... Also sehe ich dann, wenn Karten auf dem Boden liegen, was die sind? Warte mal. Testen wir einfach aus. Hä? Excuse me? Wo ist meine Karte hin? Ich habe gerade aus The World eine Hämatemesis-Pille gemacht. Warum? Was ist passiert? Ich weiß nicht, was ist passiert. Okay, wir gehen ins weiße Feuer. Geist? Hätte ich als Geist zu dem Spiegel gesollt?
Darf ich jetzt noch getroffen werden? Hilfe? Okay, das ist jedenfalls passiert, nachdem wir in das Feuer sind. Okay, cool. Oder ist man dann einfach für die Ebenen Geist, hat trotzdem seine Herzen? Ich gehe jetzt lieber nicht, Gut, ich habe eh keine Gegner mehr vor mir. Wir gehen einfach. Wir gehen einfach ganz schnell. Wir sprengen noch kurz. Nee, hier kann... Okay, ich weiß nicht, wo der Geheimraum ist. Der kann irgendwie überall sein. Überall und nirgends. Das ist ja wild. Ich habe kein... Wait a moment. Habe ich die The World liegen lassen? Bin ich dumm? Nee. Hier liegt kein The World. Okay. Nee, keine Ahnung. Ist egal. Okay, das ist passiert. Ha! Ich sehe da was. Warum habe ich das nicht eher gesehen? So. Okay. Gut, Abflug. Eine Bombe brauchen wir hier. Ah, ne, zwei Bomben brauchen wir hier. Dann spreng ich es mal so, dass das Feuer mit hochgeht. Ah, shit. Aber das war's wert. Und ab in die Minen. Jetzt bin ich aber vor allem extrem gespannt, ob wir jetzt weiterhin der Geist sind oder ob das nur für die Ebene gilt. Und vor allem, ob ich dann getroffen werden darf oder nicht. Weil bei Lost wäre es ja zum Beispiel so, dass ich nicht getroffen werden darf als Geist, ne? Ich bin... Und Curse of the Labyrinth, okay. Darf ich jetzt getroffen werden oder nicht? Hilfe! Ich meine, wir werden es rausfinden, weil ich werde eh gleich getroffen. Was macht denn der rote Schalter? Ach so! Man wird also wirklich zu Lost, oder was? Was? Geh mal ins weiße Feuer, hat er gesagt. Was? Aber es ist ja dann nicht mal Lost mit dem Holy Mantle-Effekt. Oh Gott. Ich frage mich halt, ob man mit dem Spiegel dann hätte noch was machen können. Jetzt werden wir leider nicht erfahren, was dieser rote Schalter macht. Okay. Das war eine interessante Folge. Danke fürs Zuschauen. Wir haben einige neue Dinge gelernt. Und ich gehe nicht mehr ins weiße Feuer. Außer ich... Wahrscheinlich kann man da irgendwas mit... Oh mein Gott. Warum sollte man da reinlaufen? Yo. Also, ich bin... Ich will noch nicht so tun, als ob das was Schlechtes wäre. Man kann bestimmt irgendwas Tolles damit machen. Aber... Yo, das ist interessant. Ist interessant. Wir werden das weiter erörtern. Und nächstes Mal nochmal mit Kane starten. Es war ein schöner One, der hätte gut werden können. Es hat sich dann leider... erledigt. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Bis zur Hölle.